Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Total War Warhammer mit Bordeloux. Hier ist ein schönes Denkmal und ein schöner Hof und noch ein schöner Hof und so ein kleines Feld hier noch. Sehr, sehr schön. Hier steht noch eine Fackel rum und hier sind Steine. So, aber jetzt bilden wir mal das, blenden wir wieder das Hut ein, denn so geht das ja nicht weiter. Ich denke, das hier ist die Information dafür, dass hier eine große Schlacht da stattgefunden hat. Schlacht von Bordeloux in Zug 7. Sieg über Moussillon. Legion Bordeloux. Verluste 444. Pardon. Winde der Magie. Stürmisch sind plus 50 hier. Und dann hier Chiron Thugard. Sollten wir wieder zurückschicken. Aber wir können ihn auch hier noch rumstehen lassen und ein bisschen nerven. Allerdings bringt uns das nicht viel, weil die öffentliche Ordnung hier sowieso bei plus. Verdammt. Ich habe jetzt draufgeklickt. Eigentlich wollte ich nur drauf gucken, wie viel das bringt. Es bringt ja nur minus 5. Und im Zweifel sind wir wahrscheinlich gleich tot mit dem, wenn die direkt angreifen können. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die direkt angreifen können, diese Helden. Aber wenn sie in der Armee sind, dann kämpfen sie auch mit uns. Also von daher bin ich mir da nicht so hundertprozentig im Klaren drüber. So, wir gucken uns mal was an. Wir haben Artois ja natürlich noch auf unserer Seite. Die haben jetzt zwar mit uns jetzt diesen das Kriegskoordinationsziel, Lyonnais. Moussillon wäre eigentlich besser, wenn wir Moussillon, dass wir die irgendwie angreifen. Und die irgendwie nerven können. Allerdings bin ich mir da nicht so ganz sicher, wie wir das machen. Lyonnais wäre halt der bessere Platz. Aber ich kann hier nicht aus meiner Stadt rausgehen, ohne Gefahr zu laufen, dass mich diese roten Herzogstruppen angreifen. Was mich halt ziemlich an meine Stadt hier bindet. Und Artois kann ich jetzt auch nicht hierher beordern, dass sie sich vor meine Stadt stellen und warten, bis die eventuell ankommen. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir Moussillon dazu, dass sie einen kleinen Frieden mit uns aussahen. Wollen sie aber nicht. Wahrscheinlich merken sie selber, aha, die haben eine deutlich schlechtere Armee als wir. Warum sollten wir dann irgendwas mit denen haben? So, Marienburg möchte vielleicht ein Handelsabkommen mit uns? Jawohl, möchte ein Handelsabkommen mit uns. Und das Imperium bestimmt doch auch hier. Kommt, Jungs. Jawohl, so sehe ich das doch gerne. Wir kriegen richtig viel Geld hier jetzt. Das ist wunderbar. Wie viel aus Handel? Ja, 371, so viel ist das jetzt auch nicht, aber na gut. Protector of the Realm. Problem ist halt, die Armeen schimmeln alle zu Hause rum, rekrutieren schön und warten einfach nur darauf, dass, ja, was passiert. Und was passiert? Es passiert genau nichts, weil ja nichts passiert. So, wollte ich hier irgendwas bauen? Verdammt. Achso, ja, wir wollten hier auf die Schreinerwerkstatt sparen. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Auf die Schreinerwerkstatt sparen. Wem gehört das Rand? Reich hier Carcassonne. Man könnte natürlich versuchen, sich mit einer anderen Fraktion hier irgendwie in Clinch zu bewegen, aber die haben alle zwei Ländereien. Das wäre halt tatsächlich das Beste, wenn wir die hier wegbuttern können. Ich würde mal kurz was gucken. Wie sieht Artois eigentlich aus? Was haben die denn noch so? Die haben wir ein Handelsabkommen mit Bastogne. Sagen wir Bastogne. Mit den Schädelquetschern sind sie im Krieg. Sieh, die Schädelquetscher, die sind hier hinten. Sagen wir mal ganz provisorisch. Wir kümmern uns um die Schädelquetscher. Haben wir bestimmt auch gute Karten, Artois irgendwie zu umzudrehen. Aber wie gesagt, da bleibt das gleiche Problem wie vorher. Wir haben keine defensive Streitmacht hier. Wir haben ein paar Bauernbogenschützen tatsächlich. 4 Stück und ein paar Speerknechte. Einmal Landsknechte und berittene Freibauern. Das hilft uns nicht gegen so eine riesige Armee. Wir haben zwar sicherlich auch gute Mauern hier am Start. Wenn die uns angreifen, haben wir ein großes Problem. Das bringt uns nicht viel. Defender of the Week. Ach, ist das blöd hier alles. Das ist so blöd. Das ist so schade. Wir bewegen uns einfach mal ein bisschen weiter und schauen uns mal an, was so passiert. Ich hoffe einfach mal, dass die rausmarschieren. Bastogne möchte militärischen Zugang zu uns. Ja, warum eigentlich nicht? Was wollen die jetzt hier? Die wollen auch militärischen Zugang. Na gut.
Ihr kriegt militärischen Zugang. Oder ihr wollt militärischen Zugang. Ihr kriegt militärischen Zugang. Sehr gerne. Wäre halt geil, wenn ihr uns dann auch Armeen hier hinschicken würdet und uns helfen würdet. Wahrscheinlich sind die irgendwie im Krieg miteinander oder so. Und wollen einfach nur durch mein Land kommen und sich gegenseitig auf die Fresse hauen. So, wir haben auf jeden Fall gute Handelsbeziehungen. Mit denen haben wir leider kein Handelsabkommen, sonst wären die ja noch besser drauf. Wir sind jetzt auf 181. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Grenzwert gibt. Krieg beitreten gegen die Schädelquetscher. Warum nicht? Aber wir haben trotzdem immer noch keine Konföderation mit denen. Aber wir laufen jetzt Möglichkeiten, dass wir da durchaus noch besser dastehen. Die Schädelquetscher werden uns sowieso nicht attackieren können, weil sie da hinten rumgammeln. Dementsprechend läuft das alles. Hier, ihn kann ich mal zu den Schädelquetschern schicken. Mal ein bisschen scouten, wie das da überhaupt aussieht. Paladin ready. My armor. Sollte ich vielleicht noch meine Einheiten auswechseln? Hier die Lanzknechte, die beiden hier. Die beiden rauswerfen. Und was kosten die? 550? Ist natürlich eine Stange Geld. Ne? Und 124 pro Runde statt 57 ist halt auch nochmal eine Stange Geld. Aber ist auch richtig, die haben auch Stangenwaffen, ne? Meine Freunde. Da seht ihr, was das Problem ist. Wir erneuern eine Einheit davon. Das finde ich ist ein guter Deal. Sehen hier die wirtschaftlichen Wappen von Lyonnais wird erforscht. Warum wird das jetzt eine? Ich hatte gedacht, wir machen die wirtschaftlichen Investitionen vorher. Ah. Das bedeutet, das Zeichen bedeutet nicht, dass das danach ausgebildet wird. Das bedeutet einfach nur so, oh gut, nein. Ah, super. Hätte ich das gewusst. Scheiße. Ja, verdammt. Jetzt haben wir 5 Runden umsonst gewirtschaftet, weil mit Lyonnais brauchen wir eigentlich gar keine guten Beziehungen haben, weil diese mit unserem Krieg. Im Prinzip wäre halt geil, wenn man die dann direkt umstülpen könnte, aber das sehen wir hier bei Altwart, dass das nicht funktioniert. Und dementsprechend bringt uns das ja nichts. Mann. Blöd. Sehr, sehr blöd. Und umso kriegen wir weniger, haben wir noch nicht genug Geld oder kriegen wir nicht mehr Geld als vorher. Ach, ich habe einen Fehler getan. Friedensabkommen mit... ja, warum nicht? Wenn Artois sich gut versteht mit denen. Chaos regt sich. Sturmwolken ziehen im Norden auf. Man munkelt, dass die barbarischen Stämme, die in den Schatten des Chaos wohnen, um der Aufmerksamkeit der dunklen Götter willen ihre Rivalitäten eingestellt haben sollen. Was? eingestellt haben sollen. Und sich nun stattdessen zusammenschließen. An der Zitze des Chaos saugend werden die Horden immer stärker. Wahrscheinlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Damm bricht und eine gewaltige Welle des der Verderbnis die alte Welt überfluten und alles in ihrem Pfad verderben oder zerstören wird. Wahrt eure Stärke, nährt die Sehnen des Krieges, baut eure Mauern hoch, versammelt Krieger unter eurem Banner und härtet sie in der Schmiede der Schlacht. Auf dass ihr frühzeitig bereit seid, den kommenden Sturm zu bestehen. So, ja, wohl. Oh ja, geil. Die Schädelquetscher sind unterwegs. Mit Ork-Jungs. Huch, ich wollte eigentlich auf das X drücken. Ich sehe leider nicht. Ich kann leider nicht mehr Einheiten sehen als. Oh oh. Wir haben ein kleines Problem, wenn die jetzt hier ankommen. My strength and wisdom are yours. Honor before glory. Lord. Wir kriegen immer noch vorbei. In einer Runde ist das sowieso vorbei. Wie sieht das aus? Die kommen bis... Guardian. Schön, aber bis hier. Dass wir eventuell hier oben helfen können, wenn wir es brauchen. Aber auch
aus dem Bereich raus sind, dass sie uns angreifen können. So. Wie sieht das aus mit dem? Charaktere plus 6, Gebäude plus 2. Ja, ne, ja, ne, ja. Was haben wir jetzt eigentlich mehr für unsere Einheiten? Weiß ich nicht. Mal gucken. Technologie erforscht. Es wäre halt cool, wenn man dieses Gebäude, wenn man hier so Gebäude baut, dass das sich auch erhöhen würde. Einkommen aus Höfen. Kann man hier vielleicht noch irgendwie plus 2 oder so kriegen. Wappen mit Paravon. Das ist natürlich geil. Diplomatie, Zwergen, Imperium ist auch toll, super klasse. Aber wir werden die ja nicht alle zusammenkriegen können. Wache des Grauen Gebirges. Grünholzstämm. Mit Tiermenschen, mit Waldelfen. Was kann man stemmen? Mit Chaos. Ist ungünstig. Alles ungünstig. Baukosten für alle Gebäude. Bauzeit für Prozess. Oder Wachstum. Oder Geld aus Höfen. Volkszählung. Einheiten Erfahrungen für Rekruten von Bauernhorden. Das bringt uns keine Ritterlichkeit. Das hier bringt uns in der Endstufe Ritterlichkeit. Die Endstufe, Jungs. Das bringt uns alles hier Ritterlichkeit. Was war Ritterlichkeit? Führerschaft. Führerschaft. Einheit Erfahrung für Rekruten. 0 bis 199. Kriegen 10 durch den Bums. Forschen wir das doch. Sind die uns jetzt eigentlich besser gesonnen, weil wir mit Artois was gemacht haben? Mit den anderen? Die haben das wahrscheinlich auch angenommen. Freuen sich darüber, dass wir mit den anderen wieder Frieden geschlossen haben. Das haben sie auch. Krieg mit Monsignor finden sie gut. The lady grants you safe passage in these lands. Können wir sagen, Krieg beitreten gegen... Wurde abgelegt. Ich glaube es ja nicht. Mann, Mann, Mann. Das ist unverantwortlich von denen. Ich will mal sehen, wie hart uns das aufs Geld schlägt, wenn wir, oder wie, was das bedeutet, wie viel wir verlieren, wenn wir eine Einheit mehr ausbilden. Ich meine, so eine Bauernhorde kostet ja nichts. So, wir haben ja Schwertkämpfer. Speerträger haben wir ein bisschen, Bogenschützen haben wir auch. Aber so Landsknechte wäre halt auch gut. Versuchen wir nochmal Landsknechte, mal sehen, was passiert, wenn wir dann zu viel haben. Wahrscheinlich kriegen wir dann diesen Bonus halt nicht mehr. Bauernhöfe arbeiten Vollbetrieb, kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen Malus drauf. Das kann ganz schön ins Geld gehen plötzlich. Aber wir schauen mal. Zur Not schmeiße ich die Einheit wieder raus. Wobei, nee, dann machen wir tatsächlich den Test mit der Bauernhorde. Dann kostet das nicht viel. Wir gucken mal, was das bringt. Oder was das eben im Zweifel eben nicht bringt. So, jetzt haben wir 11. Zu wenig Bauern bestellen unsere Felder und Plantagen und unser Einkommen sinkt. Setzt mehr Arbeitskräfte ein. Okay, wir sind lange, ja. Das Land uns nähere. Gut. Das ist ein harter Malus, den wir hier kriegen. Bauern kehren zurück auf die Felder. Ja, ist ja gut. So, wir haben auf jeden Fall die Leute hier. Ist wohl unter unserer Kontrolle. Die freuen sich jetzt einen Keks, dass wir mit denen zusammen sind. So.
4800. Wir brauchen einen Überschuss, um das noch zu machen. Wir brauchen kein Geld mehr, um noch hier die Schreinerwerkstatt zu bauen. So, bauen wir die doch mal. Was passiert, wenn wir die Einheit jetzt noch weiter wegziehen? Sie nicht mehr in einer Runde unbedingt da ist. Wir werden bestimmt gleich angegriffen. Ich sag euch, ich gebe euch mein Wort drauf, dass wir gleich bei Bordeaux angegriffen werden. Hundertprozentig. Sehr, sehr wahrscheinlich. Dass die hier gleich rausmarschieren und uns attackieren. The lady grants you safe passage in these lands. Die sind noch im Krieg mit Artois. Artois freut sich bestimmt, dass wir mit denen jetzt Handelsbeziehungen haben. Nicht. Die freuen sich bestimmt nicht, dass wir uns mit denen jetzt zusammenschließen. Das wird die sehr freuen, dass wir Kriegskoordinationsziel verfügbar. Können wir denen auch eigentlich sagen, dass sie den Krieg... Now is the time to unite. Yes? Oh ja. Oh ja. Oh nein. Oh scheiße, haben wir viel Geld verloren jetzt. Yes? Scheiße. Protector of the realm. Jawohl, wir haben jetzt... Auf einmal haben wir hier das große Vergnügen, eine riesige Streitmacht zu haben. Allerdings haben wir auch das große Vergnügen, hart viel Geld zu verlieren dadurch. Scheiße, das geht aber ganz schön ins Geld. Fuck. Weil wir auch 22 von 14 haben. Lord of Bretonia. What? Das ist der große Nachteil jetzt gerade. Uiuiui. Guardian of Bretonia. Welche Einheiten schmeißen wir denn da raus? Scheiße. Das können wir uns nie im Leben leisten hier so lange. Blessings of the lady be upon you. Minus 21. Scheiße. Fuck. Darauf habe ich gar nicht. Uiuiui. Shit, Mann. Speerinfanterie. Entbehrlich schwache Führerschaft. Alter Schwede. Wir müssen halt die Armee da tatsächlich wegmachen. Wir müssen die wegkriegen. Und dann haben wir hoffentlich wieder vielleicht noch Möglichkeiten. Was haben die denn hier für Kackgebäude gebaut? Zweimal das gleiche Gebäude. Das bringt ja schon mal gar nichts. Ist das hier eine Trinkstube? Top, die haben ja super gewirtschaftet hier. Guardian. Das wird ja auch richtig ungünstig. So, jetzt bezahlen wir weniger. Jetzt muss uns nur noch Dings angreifen, Mousillon. Die Schädelquetscher latschen jetzt zu Burg Artois. Ne, gehen in den Wald rein. Oh, wunderbar. Jawohl. Friedensabkommen mit. Blessings of the lady be upon you. Blessings of the lady. Honor before glory. Taking my leave. Lord. Yes? I go thither. So, dann geben wir denen nochmal die Einheiten hier. Leaving. Noble. Jetzt haben wir einfach eine Konföderation mit denen. Ich glaub's nicht. Ja. Feldtribuchet. Brauchen wir da zwei Tribuchets? Ist ja auch egal. Protector of the realm. My reputation precedes me. Noble son of Britannia. Do you know who I am? My reputation precedes me. Lord and hero. My strength and wisdom are yours. Jetzt haben wir zumindest das mal gemacht, dass wir das ganze Geld nicht komplett verlieren. Ressourcenproduktion Fälle, dann haben wir auf jeden Fall höheres Handelseinkommen sicherlich.
Junge, Junge, Junge. Das ist jetzt gerade deutlich anders geworden, als ich gedacht hätte. Hatte nicht erwartet, dass die uns jetzt zustimmen, was das angeht. Hatte eher erwartet, dass die jetzt tatsächlich direkt irgendwie verrecken. Wo kommt... Oh Mann, nein. Natürlich taucht jetzt hier eine riesige Armee auf mit den Leuten. Und die wollen Burg Artois angreifen. Bestimmt kriegen sie die direkt schon. Und zack, haben wir wieder ein großes Problem an der Backe. Sodass wir da gar nichts machen können. Naja, wer hat gesagt, dass diese Kampagne einfach wird? Bastogne möchte militärisches Bündnis. Jawohl. Kriegt ihr. Schädelquetscher, komm jetzt auf unsere Armee zu. Jetzt greifen wir uns gleich mit zwei Armeen an. Safe. Aha. Nee, sie greifen den einen an. Was? Was haben die denn für eine Armee? 40 Milliarden Bogenschützen. Kräfteverhältnis. Sagt. Nichte. Das kannst du vergessen, sagen die. Und spontan aus meiner kleinen Information her, würde ich sagen, das sieht nach... Da haben sie recht aus. Ich meine, ein bisschen können wir sie natürlich... Aber das sind so viele Einheiten. Das sind 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 von den Ork-Jungs, die halt hart aufs Maul geben. 2, 4, 6, 8, 9 von den Speerträgern. Und dann noch 5 Bogenschützeneinheiten und diese Typen hier. Das ist heftiger, als ich gedacht habe. Ich speichere mal kurz und mal gucken, was dann passiert. Do you know who I am? Die kriegen halt Unterstützung von denen dann. My strength and wisdom are yours. My vows will not allow it. To victory. Lord. My deeds are legend. Da muss ich jetzt mal gucken, was wir hier machen. Shit. Blessings of the lady be upon you. Chivalrous. Hier schmeißen wir mal das Trebuchet raus. Wobei, ich glaube, Trebuchet rausschmeißen... Ah, weiß ich gar nicht. Ist das so eine kluge Idee? Bogenschützen rausschmeißen... Ich möchte eigentlich gar keine Einheit rausschmeißen. Aber ich würde gerne den... Boah, wobei... Defender of the weak. Striking out. My legend inspires. I go thither. Noble. My reputation precedes me. Impossible. Die Stadt würde mich unterstützen, zumindest wenn ich angegriffen werde. Meine Güte, das ist ja ein Spaß hier. Nun gut, wir haben wieder positives Geld. Das ist auch mal was. Weißt du, ich habe die ganze Zeit gedacht so, Mensch, so eine Konföderation wäre ja super geil. Ja, was ist das Problem bei der Konföderation? Wir haben halt arschvoll viel Schulden plötzlich. The laws of chivalry demand, I hear you. Und noch ein Bündnis mit denen. Und machen militärischen Zugang, machen wir auch noch so. Militärisches Bündnis angenommen und die wollen das dann nicht. So, super, geil. ist das ungesicht. Weißt du, das ist so typisch. So. Oder ist das Imperium, Kaiser Franz? Ne, Imperator Kaiser Franz. Was sag ich? Imperator Kaiser Franz? Bin ich dumm oder was? Imperator Karl Franz meine ich natürlich. Mmh.
ist das ungünstig. Ich gehe noch eine Runde weiter und mal sehen, wahrscheinlich entweder greifen sie mich an mit den zwei Armeen und ich krieg hart auf den Sack. Nee, die greifen beide Burg Artois ein. Zu den Waffen. Sehr freundlich sind die mit uns. Der Feind hat eure Stadt umzingelt, mein Herr. Ja. Schick. Die Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Natürlich kann ich sie nicht innerhalb der Zeit hier angreifen. Es ist super klar. Kriegen wir denn Unterstützung, wenn wir die angreifen würden? Ich speichere mal kurz ab. Und schauen wir das mal an. Bestimmt kriegen wir auch keine Verstärkung, weil das... Ach Mensch. Ja, es ist so typisch gewesen. Es war so klar. Es ist doch alles räudig hier. Die haben die Konföderation abgelehnt. Ich glaube es nicht. Wie sieht das aus mit den Schädelquetschern? Kriegen wir vielleicht ein Friedensabkommen ausgehandelt? Nein, kriegen wir natürlich nicht. Sie werden meine Armee gleich wegcrushen. Weil wir hier rumstehen. Und weil wir uns nicht weiter bewegen konnten. Wahrscheinlich durch den. Durch den Booms hier, warte mal. Können die sich noch bewegen? Der kann sich noch bewegen. Super. We're only walking at pace. Ja, gut. Das ist problematisch. Gut, mit den ganzen Problemen kümmern wir uns aber, oder befassen wir uns im nächsten Part, würde ich sagen. Bis dahin würde ich sagen, man sieht sich. Viel Spaß und ciao.